Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Das Wetter ist schön. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Langsam wird es wirklich Frühling, nicht nur auf dem Kalender. Bei mir geht es weiter mit Dr. Jason Fung und seinem Buch The Cancer Code, die Entschlüsselung der Krankheit Krebs, könnte man das übersetzen. Das ist sein neuestes Buch. Über Dr. Fung habe ich schon einiges erzählt. Er ist Facharzt für Nierenkrankheiten und Diabetes. Er gehört zu den Ärzten, denen das, was sie gelernt haben, nicht genug ist und er immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen ist. Heute gebe ich weiter ein Gespräch zwischen ihm und Dr. Brad Scher von Diet Doctor, der ihn zu seinen Erkenntnissen befragt und einige interessante Neuigkeiten erfahren hat. Jason Fung ist einer meiner Lieblingshelden. Er hat diverse Bücher geschrieben über Diabetes, Nierenkrankheiten, Fettleibigkeit, Langlebigkeit und vor allem das Fasten, mit dem er schon sehr viele Menschen geheilt hat. Zurzeit beschäftigt er sich mit dem Thema Krebs. Seine Frage ist, welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht? Was könnte man besser machen? Was wir wissen, ist wenig. Was wir nicht wissen, ist viel. Man muss auf dem Teppich bleiben und realistisch bleiben. Aber man darf sehr wohl darüber nachdenken, was in Zukunft vielleicht Leben retten könnte. Auf das Thema Krebs kam Dr. Jason Fung durch seine Arbeit mit fettleibigen Patienten, von denen er einige hat. Langsam wächst das Bewusstsein der Fachwelt über Fettleibigkeit und Diabetes als Risikofaktor, wenn nicht sogar als Ursache für bestimmte Krebsarten. In den USA steht Krebs nach Herzkrankheiten an zweiter Stelle aller Todesursachen. Ich hatte über das Thema Krebs schon mal ein Video gemacht, das werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Dr. Fung geht der Frage nach, was Krebs eigentlich ist und stellt fest, dass er eigentlich keine Ahnung hat. Ein Blick in Richtung Kollegen bestätigte ihm, dass es anderen genauso geht und dass sie genauso wenig Durchblick haben wie er. Krebsspezialisten bezeichnen Krebs gerne als Krankheit der Entwicklungsgeschichte. Das hört sich gut an, aber was soll das sein? Seine Fragen waren, was ist Krebs eigentlich? Wie entsteht er und welche Aufgabe hat er? Wenn Zellen sich verändern, dann hat das einen Grund. Der Körper tut nichts ohne Grund. Symptomkosmetik bringt niemanden weiter. Bevor man sich Gedanken über Behandlungsmethoden macht, sollte man eine Vorstellung davon haben, was man eigentlich behandeln will. Eine Veröffentlichung im JAMA war zu entnehmen, dass zwischen 2000 und 2016 92 zugelassene Krebsbehandlungsmethoden eine durchschnittliche Lebenserwartung von beeindruckenden 2,4 Monaten brachten. Wow, kann man da bloß sagen. Es gab ein einziges Medikament, das eine lebensverlängernde Wirkung von 6 Monaten versprach. Aber dieses Ergebnis wurde in späteren Studien widerlegt und letztendlich verschwand das Medikament ganz vom Markt. Die Entwicklung dieser 92 Medikamente hatte viele Milliarden verschlungen und alles, womit Big Pharma am Ende aufwarten konnte, war eine um 2,4 Monate verlängerte Lebenserwartung. Ist das nicht beeindruckend? Und wenn man das den Nebenwirkungen gegenüberstellt, die teilweise massiv sind, dann fragt man sich, was das Ganze soll. Zwar haben sich die Todeszahlen aufgrund von Krebs von 1969 bis jetzt um 20% reduziert, aber vor dem Hintergrund massiver Investitionen in die Produktion der Medikamente und zahlloser Studien könnte man das kaum als großen Durchbruch bezeichnen. Das Problem ist, dass niemand wirklich weiß, was Krebs eigentlich ist. Wir denken an Toxine, Giftstoffe wie Zigarettenrauch, Asbeststaub, radioaktive Bestrahlung oder Genmutationen. Diese Dinge spielen natürlich eine Rolle, aber das ist nicht das ganze Bild. Im Auge des Betrachters ist Krebs nichts anderes als entgleiste Zellen, die zu schnell wachsen. Die logische Schlussfolgerung ist,
diese Zellen zu eliminieren. Das funktioniert zwar nicht, aber wir schneiden sie aus dem Körper heraus, wir bestrahlen und verbrennen sie und wir halten das für einen Erfolg. Diese Behandlungsmethoden sind nicht nur einigermaßen nutzlos, sondern sie haben teilweise auch massive Nebenwirkungen. Eine davon ist der Tod. Was verursacht also das ungebremste Zellwachstum? Neben Dingen wie Zigaretten, Asbest, Radioaktivität können Bakterien, Viren und chronische Entzündungen Krebs verursachen. Die Frage ist, wie und warum das manchmal passiert und manchmal nicht. Das Zellwachstum wird von Genen reguliert. Eine Genmutation führt zu vermehrtem Wachstum. Karzinogene sind Muttergene, also sie verändern die Zellen. Das erklärt alles, aber es bringt uns nicht weiter. In den 80er und 90er Jahren kam eine neue Behandlungsmethode. Jetzt wurden kranke Zellen nicht mehr eliminiert, sondern genetische Mutationen versuchte man zu reparieren. Damit umgeht man die fürchterlichen Nebenwirkungen, die oft genug Grund dafür sind, dass eine Behandlung abgebrochen wird. 1993 wurde entdeckt, dass das Medikament Imatinib, das bei Leukämiepatienten eine 5-Jahres-Überlebensrate von 31% brachte, und diese Überlebensrate stieg bis 2016 sogar auf 70%, ein großer Durchbruch zu sein schien. Das war zwar keine Heilung, aber es war das Beste, was man bis dahin gesehen hatte. Leider konnte die Wirksamkeit aber nur bei einer sehr seltenen Form der Leukämie nachgewiesen werden. Und so kam man auch da bald wieder an seine Grenzen. Dann kam Trastuzumab, ein weiteres Medikament, das bei bestimmten Arten von Brustkrebs sehr gute Wirksamkeit zeigte. Aber auch hier waren nur 10% aller Brustkrebsfälle mit einer ganz speziellen, von einer ganz speziellen Genmutation betroffen. Dies konnte in Tests bestätigt werden und das Medikament war nur bei diesen wirksam. Obwohl wieder kein Durchbruch, war dies der Beginn der personalisierten Behandlung, bei der jeder Patient für sich alleine bewertet wird und auch eine nur auf ihn zugeschnittene Behandlung bekommt. Das wurde gefeiert und man war sicher, dass man das Problem mit dem Krebs bald im Griff haben würde. Zur gleichen Zeit wurde das humane Genomprojekt, humane Genomprojekt in aller Munde. Man träumte von einer Art Landkarte des menschlichen Körpers, auf der man die 2 oder 3 Mutationen, die für jede Krebsart verantwortlich ist, suchen und finden muss, damit man sie behandeln kann. Es sah vielversprechend aus, lief aber ebenfalls ins Leere. Untersuchungen mit Tausenden von Krebsproben ergaben, dass zum Beispiel Darmkrebs nicht 1 oder 2 Mutationen aufweist, sondern 50 bis 100. Und je länger sie suchten, desto mehr fanden sie. Bei 2 Krebspatienten mit vermeintlich identischem Krebs, gleiches Stadium der Metastasierung und so weiter, hatte ein Patient 100 Mutationen, der zweite hatte ebenfalls 100 Mutationen, allerdings waren diese komplett anders als bei Patient 1. Bei der erfolgreich behandelten Leukämie hatte es nur 2 oder 3 Mutationen gegeben und diese waren in fast allen Patienten gleich. Nicht so bei Brust- oder Darmkrebs. Sogar im Darmkrebs eines einzigen Patienten findet man unterschiedliche genetische Mutationen und in den Metastasen sind es wieder andere. Man bräuchte Hunderte von Medikamenten und am Ende würde man trotzdem nur einen Bruchteil dieser vielen Varianten erreichen. Am Ende war klar, dass es insgesamt 6 Millionen Genmutationen gibt. Die Erfolgsquote hätte bei maximal 2 oder 3% gelegen. Nach Jahren der Forschung war man also in einer Sackgasse gelandet. Wieder einmal. In den letzten 10 Jahren gab es wieder neue Erkenntnisse, von denen nicht nur Patienten, sondern auch die meisten Ärzte noch nie etwas gehört hatten. Das bedeutet nicht, dass alles Vorherige falsch war. Es ist eher wie ein Puzzle.
bei dem noch ein paar Teilchen fehlen. Jetzt widmet man sich der Frage, warum es diese Mutationen gibt. Zigarettenrauch und Asbest verändern nicht die Gene. Haben wir etwas Wichtiges übersehen oder ist das eine Art Lotteriespiel? Die meisten verlieren, aber einer oder zwei knacken den Jackpot. Die wichtigste Erkenntnis: Krebs entsteht nicht zufällig. Der Lungenkrebs von Rauchern ist nicht abhängig von Rasse, Geschlecht, Blutgruppe, Religion oder Wohnort. Es betrifft alle gleichermaßen, aber ist sehr wohl abhängig von dem Einfluss des Tabakkonsums. Eine Krebszelle ist eine Zelle, die zum Stadium früherer primitiver Zellform, nämlich der des Einzellers, zurückgekehrt ist. Also das ist eine Rückentwicklung. Das ist total faszinierend und man fragt sich, warum sie das tut. Schauen wir in der Entwicklungsgeschichte nach. Krebszellen sind heterogen, also verschieden. Was Krebszellen zu Krebszellen macht, ist der sogenannte Selektionsdruck und für diesen sorgt die Umwelt und der Lifestyle. Es ist sicher angenehmer, wenn man die Schuld auf die Gene schieben kann, aber erfolgversprechender ist der Blick auf die Frage, was der Krebszelle das Wachstum überhaupt ermöglicht hat. Vergleichen wir es mit einem Saatkorn. Ein Saatkorn wächst nicht überall. Wirft man es auf den Boden in der Wüste, passiert nichts. Aber ein fruchtbarer Boden mit Bewässerung und Sonne macht daraus eine Pflanze. Welche Art von fruchtbarem Boden braucht eine Krebszelle? In den 50er Jahren verglich man Afrikaner, die sich auf traditionelle Weise ernährten, körperlich arbeiteten und bei denen Darmkrebs nicht existent war, mit Weißen bzw. Afrikanern, die den Lebensstil der Weißen übernommen hatten. Man kann zwar behaupten, dass die Weißen andere Gene haben als Afrikaner, aber die Bewohner eines einzelnen Dorfes hatten mit Sicherheit dieselben Gene wie andere Dorfbewohner. Das Gleiche kennt man von Japanern, die nach Hawaii oder San Francisco umziehen und wo die Brustkrebsrate innerhalb von 2 oder 3 Generationen verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht oder verfünffacht. Ähnlich wie bei den Inuit bzw. den Eskimos, die ihre robuste Gesundheit verlieren, sobald sie anfangen, sich so zu ernähren wie der Durchschnittsamerikaner, ist das auch bei den Japanern und bei den Afrikanern. Früher glaubte man, die Inuit seien immun gegen Krebs und schickte Expeditionen in den Norden von Kanada, um diese Menschen zu untersuchen. Leider hat sich das Bild in den letzten Jahren komplett gewandelt und man hat festgestellt, dass die Inuit heute genauso krank sind wie die Durchschnittsbevölkerung der USA. Und schuld daran sind nicht die Gene, sondern die moderne Ernährungsweise. Jeder von uns hat Krebszellen im Körper und die Frage ist, ob diese Zellen wachsen oder ob sie vom Immunsystem eliminiert werden. Das BRCA1-Gen, Breast Cancer 1, BR Breast Cancer CA, führt zu sehr früh einsetzendem Brustkrebs bei manchen Frauen, was viele sehr verunsichert, aber auch für das Risiko an Brustkrebs zu erkranken ist für aber das Risiko an Brustkrebs tatsächlich zu erkranken ist für betroffene Frauen kaum höher als für Frauen ohne diese Genvariante. Die BRCA-Genvariante hat es schon immer gegeben. Wieso hat dieses Gen über Millionen Jahre nur 5 oder 10% der Krebserkrankungen verursacht, während wir heute mit 50 oder 60% mehr davon sehen? Also das hat früher 5 oder 10% mehr Krebs verursacht, Brustkrebs, und heute verursacht es 50 bis 60% mehr. Die Antwort ist einfach: Wir essen zu oft, wir essen zu viel und wir essen das Falsche. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Was bei der Frage, ob jemand an Brustkrebs erkrankt oder nicht, wichtig ist, den Unterschied macht, ist das Insulin. Je mehr Kohlenhydrate wir essen, desto mehr halten wir das Insulinkarussell am Laufen und irgendwann machen die Zellen schlapp und geben auf.
Es ist natürlich angenehmer, wenn man sich sagen kann, dass man auf seine Krankheiten keinen Einfluss hat. Auf der anderen Seite gibt uns gerade das die Chance, das eigene Schicksal zu beeinflussen. Wir können etwas daran ändern. Medikamente haben natürlich auch ihren Platz bei der Behandlung, aber sie allein können den Krebs nicht besiegen. Die medizinische Fachwelt ist immer noch viel zu sehr in ihren alten Denkstrukturen verhaftet, aber die Akzeptanz der Logik der evolutionären Entwicklung wächst. Trotzdem ist alles auch eine Frage des Geldes. Womit lässt sich Geld verdienen und womit nicht? Krebs hat sich über Millionen Jahre entwickelt. Da ist es kein Wunder, dass es so viele Mutationsformen gibt. Nach identischen Mutationen in zwei verschiedenen Patienten zu suchen, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ziemlich sicher ist, dass aus jeder Zelle des Körpers eine Krebszelle werden kann. Auch im Augapfel, in den Herzgefäßen oder sogar in der Plazenta kann ein Tumor entstehen. Und das ist nicht nur beim Menschen so, sondern es betrifft jeden Mehrzeller. Bei Ausgrabungen von Überresten früherer Lebewesen wurde dies eindeutig nachgewiesen. Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs sind einerseits sehr verschieden und haben andererseits bestimmte Merkmale und Muster gemeinsam. Es wird noch lange dauern, bevor wir mit klaren und eindeutigen Antworten aufwarten können. Um das Jahr 2000 wurde ein Paper mit dem Titel The Hallmark of Cancer, die Kennzeichen von Krebs, veröffentlicht. Zum ersten Mal wurde nicht nach Unterschieden bei verschiedenen Krebsarten gesucht, sondern nach Gemeinsamkeiten. Was macht nun eine Zelle zu einer Krebszelle? Es ist der ständige Entzündungszustand bzw. die ständige chronische Verletzung des Gewebes über einen langen Zeitraum. Ist die Verletzung zu leicht oder dauert sie nicht sehr lange, dann wird sie vom Körper repariert. Und die Sache ist erledigt. Ist die Verletzung zu groß, bringt sie den Patienten um. Es ist also eine Grauzone mit chronischer, aber nicht tödlicher Verletzung, die den Körper dazu zwingt, Veränderungen an seinen Zellen vorzunehmen. Beispiel Zigarettenkonsum. Das ist eine chronische, nicht tödliche Verletzung. Wenn die Zellen der Lungen nichts unternehmen, dann werden sie irgendwann sterben. Also müssen sie sich verändern, wenn sie am Leben bleiben wollen. Die Rückentwicklung zum Status des Einzellers scheint die Methode zu sein, die es dem Organismus ermöglicht, am Leben zu bleiben. Die Colitis ulcerosa, das ist eine chronische Darmentzündung, ist eine Autoimmunkrankheit. Der Körper attackiert sein eigenes Gewebe. Auf lange Sicht reagieren die Zellen, genauso wie die Zellen der Lunge, auf den Zigarettenrauch. Die Zellen der Lunge, die jahrelang dem Zigarettenkonsum ausgesetzt waren, sie bauen sich um. Sodbrennen kann auch zu Krebs führen. Die Magensäure, die die Zellen der Speiseröhre angreift, sorgt dort für chronische Verletzungen. Aber die Magensäure an sich ist nicht schuld, sondern es ist der ständige Angriff auf das Gewebe der Speiseröhre. Hepatitis B und C-Erreger verursachen Leberkrebs infolge eines chronischen Leberschadens. Bei den Erregern A und E kommt es dagegen zwar zu einer akuten Leberentzündung, aber diese wird nicht zu Krebs. Hiroshima. Eine chronische radioaktive Belastung verursacht Krebs. Eine einzelne, wenn auch extreme Strahlendosis tut dies nicht. Entweder stirbt man sofort, wenn die Strahlung stark genug ist, oder man hat gute Chancen, auf lange Sicht ein normales Leben zu führen. In Hiroshima erwartete man nach dem Abwurf der Atombombe am 6. August 1945 als Langzeitfolge des Bombardements eine massive Zunahme bei den Krebsfällen. Aber das ist nicht eingetreten. Chemotherapie kann Krebszellen zerstören und sie kann Krebs verursachen.
jede Art einer nicht tödlichen chronischen Verletzung, egal welcher Zellen, kann Krebs verursachen. Pathologen sprechen bei Krebs schon lange von sogenannten primitiven Zellen, die sich sozusagen rückwärts entwickeln. Ein Pathologe erkennt beim Blick durch das Mikroskop die unterentwickelten Krebszellen als zu einer früheren, sehr primitiven Entwicklungsstufe gehörig. In den letzten 2 Jahren wurden Gene von Krebszellen untersucht. Es ging nicht um die Frage, wie sie sich verändert haben, sondern welcher Epoche der Entwicklungsgeschichte sie angehören. Die meisten entsprechen dem Zeitpunkt, an dem aus dem Einzeller mehrzellige Organismen wurden. Dr. Fung ist als Fasting Doc bekannt und er propagiert das Fasten natürlich auch bei Krebs. Nicht nur er tut das, das tun viele und es ist auch sehr wirksam. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wichtig ist neben der Betrachtung von Insulin auch der Einfluss von Nährstoffsensoren mTOR und AMPK. Das werde ich verlinken. Sobald Nahrung in den Körper gelangt, geben die Nahrungsmittelsensoren das Kommando wachsen, solange der Vorrat reicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich das Wachstum bei Nahrungsmangel verlangsamt, was der Entstehung des Krebses entgegenwirkt. Krankheiten, die durch ein Überangebot an Insulin entstehen, wie Fettleibigkeit, versetzen die Körperzellen in einen Wachstumsmodus, was bei entsprechender Vorbelastung, also chronischer Verletzungen oder chronischen Entzündungen, dazu führt, dass aus normalen Zellen Krebszellen werden. Wir haben alle zu jeder Zeit Krebszellen in uns. Normalerweise halten die Ordnungshüter unseres Körpers sie in Schach. Bei zu viel Wachstum und gleichzeitig chronischer Belastung beginnt aber eine Transformation. Diabetiker haben ein höheres Krebsrisiko als Gesunde. Schuld ist die ständige Überflutung des Körpers mit Insulin. Manche Krebsarten lassen sich inzwischen recht gut behandeln. Interventionen wie die Abkehr vom Tabak sind sehr erfolgreich. Aber Krebsarten, die mit Fettleibigkeit und Wachstum in Verbindung stehen, wie Brustkrebs, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs, greifen immer mehr um sich, weil es immer mehr Menschen gibt, deren Körper den ganzen Tag mit Insulinproduktion beschäftigt sind. Das macht das Fasten zu einer vielversprechenden Heilmethode, weil es zu Gewichtsverlust und einer Normalisierung der Insulinwerte führt. Fasten kehrt Diabetes um, und zwar in kürzester Zeit, und heilt viele andere Krankheiten, die direkt oder indirekt mit dem Insulinüberschuss im Körper zu tun haben. Auch die ketogene Ernährung, die Zero-Carb-Ernährung oder eine Magen-OP führen zum Erfolg, weil sie die zirkulierende Insulinmenge reduzieren. Ob man seine Nahrungsmenge nun drastisch reduziert oder auf Kohlenhydrate verzichtet, macht im Prinzip keinen Unterschied. Vorteil des Fastens ist seine Einfachheit. Einkaufen, kochen, spülen, essen können ersatzlos gestrichen werden. Man spart Zeit und Geld, auch an der Stromrechnung. Alles spricht dafür, es einfach mal zu probieren. In den 80er Jahren wurden Bewohner der Insel Kitawa in der Südsee untersucht und mit Schweden verglichen. Die Kitawa haben in ihrer Nahrung einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, aber ihre Werte waren trotzdem besser als die der Vergleichsgruppe, der schwedischen Vergleichsgruppe. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Schweden noch die gesünderen unter den Europäern. Der Grund für die guten Ergebnisse war: naturbelassene Nahrung, kein Junk, kein Fastfood, keine Pflanzenöle. Wer den ganzen Tag gekochte Kartoffeln isst, dem wird irgendwann langweilig. Wenn man die Kartoffeln zusammen mit etwas anderem isst, dann ist es schon spannender. Und wenn man daraus Pommes oder Kartoffelchips macht, dann schmecken sie wieder so richtig gut. Und was glaubt ihr, wovon man mehr isst? Von gekochten Kartoffeln oder von Kartoffelchips?
In China gab es schon immer Reis zu jeder Mahlzeit und die Chinesen waren trotzdem schlank und gesund. Reis Tag ein, Tag aus. Naja, da hält sich die Lust wahrscheinlich in Grenzen. Aber als die Chinesen angefangen haben, sich nach dem Vorbild der westlichen Welt zu ernähren, fing auch dort die Fettleibigkeit und die Zivilisationserkrankungen an. Wir essen nicht mehr, weil wir so viel Hunger haben, sondern das Essen ist im Laufe der Zeit zu einem Unterhaltungsprogramm geworden. Beim Fasten macht es einen Unterschied, ob man Allesesser oder Low-Carber ist. Low-Carber brauchen oft gar nicht zu fasten, weil ihre Ernährungsweise an sich schon eine Art Fasten darstellt, zumindest auf das Insulin bezogen, und weil sie oft auch nur eine oder zwei Mahlzeiten am Tag essen. Das ist dann Intervallfasten. In den 60er Jahren war es noch normal, 3 Mahlzeiten am Tag zu essen und sonst nichts. Zu der Zeit gab es fast keine Fettleibigen und die paar, die man damals als fettleibig angesehen hat, würden heute als normalgewichtig durchgehen. Durch die zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme, das nächtliche Fasten dauert ja mindestens 12 Stunden und die deutlich weniger insulinogene Nahrungsaufnahme musste niemand fasten. Allein die Menge an Zucker und Getreide, die heute verzehrt werden, erklärt vieles. Man beachte den Unterschied zu den Chinesen von vor 50 und mehr Jahren. Kein Zucker, kein Getreide. Bei diesen Leuten gab es kein metabolisches Syndrom, keinen Bluthochdruck, kein Problem mit Fettleibigkeit und keine Hyperinsulinämie mit all ihren Folgen. Worauf man achten muss, ist kein Geheimnis mehr. Damit eliminiert man nicht nur die Fettleibigkeit, sondern alle Zivilisationskrankheiten. Dr. Fung kommt zu dem Schluss, dass man nicht für alles eine Doppelblindstudie braucht. Manchmal tut es auch der gesunde Menschenverstand. Je mehr Vorsorgeuntersuchungen man macht, desto mehr Krebs findet man. Das ist eine gute Sache, sagt ihr, oder? Vielleicht nicht. Bei der Mammographie ist es nämlich so, dass von 2000 Patientinnen nur ein Krebs entdeckt wird und behandelt werden kann. Aber es gibt 10 falsche Positivdiagnosen mit den entsprechenden Folgen. Da werden die Frauen bestrahlt und behandelt und operiert und Gewebe wird herausgeschnitten, nur um dann festzustellen, dass es gar kein Krebs war. Also Vorsorge ist nicht immer besser. Ich lasse keine Mammographie mehr machen. Ich habe das am Anfang gemacht, aber jetzt denke ich, ich gehe das Risiko ein. Ich ernähre mich gesund und ohne viel Insulin in meinem Körper und hoffe, dass mir das erspart bleibt, dass ich mich mit Krebs auseinandersetzen muss. Immunotherapie. Wenn man Krebszellen als invasive Spezies ansieht, ist man auf dem richtigen Weg, sagt Dr. Fung. Nicht nur der Patient und der Arzt, sondern auch das Immunsystem unterscheiden zwischen körpereigenen und körperfremden Zellen oder Bestandteilen, wie bei Bakterien und Pilzen. Aber man muss aufpassen, dass sich die Verteidigung nicht gegen die eigenen Zellen richtet. Das Immunsystem identifiziert Krebszellen als körperfremd. Es gibt Killerzellen, die diese Zellen zerstören können, ohne sie jemals vorher gesehen zu haben. Wenn man das Immunsystem stärkt, wird die Arbeit gegen Eindringlinge effizienter. Den Ausdruck metastatisch benutzt man nur im Zusammenhang mit 2 Dingen: Krebs und Infektionen. Dadurch, das ist kein Zufall, denn sie sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Die Behandlung muss individuell angepasst werden. Die maximale tolerierte Dosis ist bei jedem Patienten anders. Ein maximaler Rundumschlag ist nicht der beste Weg. Man muss nicht unbedingt alles platt machen, das Gute und das Schlechte. Manchmal ist weniger mehr, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Diese Methode ist erfolgversprechender.
Die Anwendung evolutionärer Biologie bei Krebs scheint der richtige Weg zu sein. Immun-Checkpoint-Inhibitoren in Verbindung mit Bestrahlung sind sehr erfolgversprechend. Diese Behandlung reduziert Krebszellen nicht nur an den bestrahlten Stellen, sondern erstaunlicherweise im ganzen Körper. Bestrahlung und Immunotherapie ist fast wie eine Impfung. Dem Immunsystem werden Antigene gezeigt, von denen es lernt, wie der Feind aussieht. Seit Beginn der Behandlung mit Immunotherapie gibt es immer mehr Berichte darüber, dass nach einer Bestrahlung im ganzen Körper positive Veränderungen festzustellen sind. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bevor wir vor einem echten Durchbruch stehen. Aber wie es aussieht, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg und wir haben noch sehr viele nicht komplett erforschte Möglichkeiten vor uns, die sehr erfolgversprechend sind. Immunotherapie und die Kontrolle des Wachstumsfaktors durch vernünftige Ernährung und die Reduktion von Insulin, zum Beispiel durch das Fasten, scheinen dabei richtungsweisend zu sein. So, das war das Thema Krebs. Ich denke, das ist sehr interessant und damit können wir vieles aus der Vergangenheit ad acta legen. Jeder hat einen Einfluss auf das Krankheitsgeschehen in seinem Körper und darauf, ob er Krebs bekommt oder nicht. Es reicht nicht, das zu wissen und zu wissen, worauf man achten muss, sondern man muss es auch wollen. Und daran scheitert es wohl in den meisten Fällen, weil Fast Food und Junk, das schmeckt doch alles so gut. Auf mein Brot kann ich doch nicht verzichten. Keine Beilage, keine Nudeln, kein Reis. Ja gut, man muss wissen, was man will. Was ist euch wichtiger? Gaumengenuss, der ein paar Minuten dauert, oder ein gesunder Körper? So, das war's für heute. Ich wünsche einen schönen restlichen, was haben wir heute? Dienstag? Jo. Einen schönen restlichen Dienstag. Danke fürs Interesse. Tschüss und bis bald.